Und ziehen, 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 ziehen. Leine lassen, Leine. Ziehen, 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 ziehen. Ihr habt etwas gefangen. Und zwar Osama bin Laden. Ein Silberschlüssel. Na, ist ja vom Feinsten. Dann tut mir leid, aber dann müssen wir hier auch nochmal angeln. Weil man weiß ja offensichtlich nie, was man kriegt. Aber wieso ein Silberschlüssel Schlüssel an der Angelschnur zieht, das weiß ich allerdings auch nicht. Ist wahrscheinlich ein sehr schwerer Schlüssel. Oder hat einfach einen eigenen Kopf. Man kennt ja die Schlüssel heutzutage, die sind alle widerborstig. Und mal gucken, was jetzt hier gezogen hat gerade. Na? Ein Mondfisch. Lecker, 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 lecker. Und jetzt nehmen wir das letzte Angeln hier hinten doch noch mit. So. Einfach der Vollständigkeit halber. Ihr wisst doch, wie es ist. Na, los. Und ziehen, 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 ziehen. Ziehen, 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 ziehen. Und wie immer habt ihr etwas gefangen. 100 Gold haben wir gefangen. Na, hat sich doch gelohnt. Jetzt ist hier aber auch alles leer gefischt. Truhe ist auch leer. Also, jetzt haben wir dem alten Typen hier alles geklaut. Es geht doch nichts über das Angeln. Ja, ja. Tschüss. Was ist denn das hier? Willkommen. Dies ist der Fischer Creek. Ah, sieh an. Der Schrift nach zu urteilen sah es aus wie der Fischer Krakel. Aber na gut. Jetzt kommen wir wieder in den Greatwood, wo natürlich ohne Frage wieder finstere Kreaturen armen Händlern das Leben schwer machen, wie man sieht. Einfach, wenn man weiß, wie. So, was haben wir denn da noch? Da sind noch mehr Wespen. Du geile Hobby-Wespe. Was haben wir denn hier? Räuber! Ja, 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 ja. Du bist doch eh gleich weg. Aber hier versteckt sich noch einer. Und zwar da hinten. Rotes Fleisch! Da haben wir dem gerade das Bein ausgerissen. Njam, 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 njam. Räuberbeine. Immer ganz lecker. Huch! Ey, du Hurensohn, hast mich getroffen, Alter. Nur um das jetzt mal hier schulhoftechnisch ein bisschen zu erklären, was hier passiert. Bandenkriege. Ach. Ach, der lebt noch. Der Schweinehund. Dafür was? Ihr seid jetzt gut genug, das Ausdrucksmittel Entschuldigung zu benutzen. Ach, und vorher konnte ich das nicht. Na gut. Also, durch das Umbringen anderer Leute lernt man das Ausdrucksmittel Entschuldigung. Ich verstehe. Haben meine Eltern mir damals auch genau so beigebracht. Haben mir so ein Dolch in die Hand gedrückt und mich in die Fußgängerzone geschickt. Wahlweise auch im Kindergarten und dann lernt man da das Ausdrucksmittel Entschuldigung, sobald man irgendwen abgestochen hat. Ah, das tut mir jetzt aber leid. Wie konnte das denn jetzt geschehen? Oh, der Dolch aus Versehen in den Kopf geflogen. Hm, Mensch, doof jetzt. Jetzt ist immer noch die Frage, wo ist der Great, nicht der Greatwood, der Darkwood? Gucken wir nochmal ganz kurz beim Heldenstatus, da müssen noch die Quests sein. Aktuelle Quests. Das kranke Kind. Ein Kind in Bowerstone. Lalala. Rauschbärtiger Glatzkopf können wir noch machen. Geht zum Barbier und lasst euch die Haare schneiden. Händler-Eskorte. Eskortiert die Händler im Darkwood sicher zum Grabhügelfeld. Vergrößerte Region. Toll. Geht durch den Greatwood zu den Händlern im Darkwood. Ich folge jetzt mal einfach dem Radar. Der wird mich schon sicher geleiten. Fischerhütte. Hier sieht's gut aus. Hier kommen wir zum Greatwood See. Das könnte richtig sein.
Schauen wir doch mal nach. Und wie immer werden da arme Leute belästigt. So, ach, hier brauchen wir noch die Schlüssel. Wie geht's? Na! So einfach ist das. Dann muss er wohl tot sein. Ist doch prima. Ja, sehe ich genauso. Weiter so. Aber das war noch nicht alles. Dann muss er wohl tot sein. Ist doch prima. Ja. Hey da. Was liegt darum? Ach, eine andere Wespe. Na gut. Und da liegt noch ein Heiltrank herum. Und hier liegt gar nichts mehr herum. Steht auf, ihr elenden Faulenzer. Hä? Aha. Und hier haben wir noch ein Wespchen. Tja, na gut, dann wollen wir mal dem goldenen Pfeil wieder folgen und die Quest weitermachen. Wo geht's da eigentlich lang? Zur Obstfarm, wie immer. Und da oben sind die Händler wieder am Spielen mit einem Wespchen. Dann muss er wohl tot sein. Ist doch prima. So, jetzt geht's in die Greatwood-Schlucht. Oha. Schlucht hört sich nach Hinterhalten an. Ein paar Räuber verlangen Zoll in dieser Region. Vorsicht! Warnung, Räuber-Zollhaus voraus. Das ist aber ein unschuldiger Händler dort. Ich hoffe, ihr habt das Gold für sie. Diese Räuber bringen uns zum Spaß sonst um. Ja, das wollen wir mal sehen. Der Räuberzoll ist fällig. Halt das Gold bereit. Ich hab mein Gold in Pfeilspitzen gegossen. Hey, ihr da. Das hier ist ein Privatweg. Ihr müsst zahlen, wenn ihr durch wollt. So, ja, wusste ich nicht. Oder wir könnten euren Kopf zur Zierde aufhängen. Uns ist beides recht. Mhm. Also, wenn euch euer Leben lieb ist, schiebt die Talerchen rüber. Ja? 400 Gold. Ist das Gold? Dann her damit. Was? Wie? Ich wollte doch gar nicht zahlen. Ich will doch das hier machen. Ich hab nicht den ganzen Tag Zeit. Versucht, euren Kampfmultiplikator noch höher zu bekommen. Natürlich. Aber jetzt wollen wir ja erstmal das hier machen. Lustiges Kasperkopfschießen. So, so, anvisieren und mal gucken. Ich zittere ein bisschen hier mit dem Fadenkreuz rum. Aber mit ein bisschen Glück können wir ihm voll die vordere Kauleiste rausschießen. Pam! Reißt ihm die Arme aus! Das sah übrigens sehr gut aus mit dem Schuss. Und da hinten haben wir noch ein paar Herrschaften. Mal gucken. Sieht alles sehr räuberig aus dort. Wollt ihr noch mehr? Ziemlich mutig dabei. Ich kann gar... So, komm schon. Was für Kopfnamen? Ach. Ist jetzt mal Ruhe hier? Habt ihr genug gespielt? Ihr Maden? Ach, da hinten gibt's ja noch Frischfleisch. Wunderbar. Und ich glaube, da versteckt sich auch einer. Zwei sogar. Hey, Bogenschießen, hello. Dann wollen wir doch mal gucken. Da haben wir zwei Armbrustschützen und einen Normalo. Wollt ihr noch mehr? Huch.
Das war doch elegant ausgeknipst jetzt, oder was? Nur nicht den Kopf verlieren, wie man auch in Dragon Age so schön gesagt hat. So, jetzt mal gucken. Da hinten waren noch so ein paar Kasperköpfe. Da können wir gleich wieder den Bogen zücken. Und aus sicherer Entfernung schön feige. Mal sehen. Da haben wir, ich weiß es gar nicht, zwei. Das sieht aus wie ein Banditenanführer hier hinten. Nehmen wir also erstmal die Kleinen weg. Ah. Das ist nicht gut. Alter Schwede. Eure Gesundheit ist auf niedrigem Stand. Habt ihr Tränke? Ach. Verdammt, ich glaube, wir müssen uns gerade wiederbeleben. Verdammt. Na gut, dann haben wir eine Wiederbelebe-Fiole verramscht. Sei es drum. Aber dafür haben wir, glaube ich, hier den Anführer der Räuberbande ausgeschaltet. Das heißt... Ach, wir hätten eigentlich auch ins TNT schießen können, theoretisch, ne? Weiß ich gar nicht. Eine Flammenverstärkung. Waffenverstärkungen können an manchen Waffen angebracht werden, um diesen spezielle Kräfte zu verleihen. Wählt dazu erst eine verstärkbare Waffe aus eurem Inventar und dann die Verstärkung aus. Wurde eine Verstärkung erst einmal angebracht, kann sie nicht mehr entfernt werden. Jede Waffe hat eine begrenzte Anzahl von Plätzen für Verstärkungen, also nutzt sie weise. So soll es sein. Noch haben wir unser komisches Newbie-Schwert hier. Ich hoffe, das ändert sich bald. 500 Gold. Traumhaft. Und hier werden Fässer als rot angezeigt. Lecker Apfelkuchen gibt es hier. Und noch ein Trüchen. Mit einem Stahlspitzhammer. Den kann man super Leuten quer durch den Schädel rammen. Damit ihr sie durch den Kopf nach hinten rausgucken können, wenn man fertig ist mit denen, bla 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 bla. Jetzt wollte ich es gerade so schön bildlich darstellen, aber hab voll verkackt dabei. Naja. Ich glaube, hier sind wir jetzt auch fertig. Aber ich würde trotzdem noch mal gern wissen, was passiert, wenn man dann da hinten die Fässer angreift. Das also. Aber hier hinter war nichts, ne? Nee, leider. So, damit dürfte ja jetzt der Weg frei sein. Und wir müssen hier lang. Und da ist jetzt irgendwas Lilanes auf dem Radar, wo ich keine Ahnung was. Das ist wahrscheinlich... Ach, hier die Tür. Hallo. Wir machen das so. Ihr tut vor mir etwas schrecklich Böses. Dann gehe ich auf. Ich will das aber gar nicht. Das schrecklich Böseste, was ich kann, ist doch das hier. War das böse genug? Offensichtlich nicht. Naja, mal schauen. Etwas schrecklich Böses, ich glaube, dann verzichten wir mal freiwillig auf die eine Tür. Aber dafür gibt es ja noch die andere gute Tür. Was ist das denn da hinten für ein Hutzelmännchen? Das ist böse. Ah. Ah. Huch. Hallo Maus. Na, das sieht ja lustig aus. Ach. Hör doch auf. Das war's schon.